So, willkommen zurück zu einem neuen Video und ich muss leise sprechen, denn meine Frau schläft oder versucht einzuschlafen, meine Tochter schlafen schon. Und ich wollte das Video noch fertig machen, weil wir fahren morgen früh nach Berlin und dann kann ich keine Videos drehen. Deswegen noch ein Update zu Projekt 18, dem Depot unserer Tochter. Für alle, die neu dabei sind, bei Projekt 18 handelt es sich um ein Projekt, was 18 Jahre lang dauern soll. Der Name, Projekt 18, unsere Tochter von der Geburt bis zu ihrem 18. Geburtstag, eventuell darüber hinaus, aber für diese 18 Jahre Zeitfenster legen wir so viel wie möglich an. Der Betrag, den wir im Monat anlegen, sind ca. 215 Euro, bzw. 230 Franken, die wir Kindergeld bekommen. Also, wir schauen nach. Wir sind jetzt mittlerweile Teil 7 vom Video oder von der Reihe. Zwei Monate ist es schon her, dass wir das Update gemacht haben, deswegen ist auch mal an der Zeit und es gibt eine Neuerung im Portfolio. Also, wie ihr seht, schauen wir uns das Balkending, das Kuchendiagramm an und wir haben eine Aufteilung von 30,94% vom MSCI World, 22,33% MSCI Switzerland, 19,82% MSCI Pacific, 17,89% MSCI Emerging Market, dann der iShares S&P 500 IT Sektor 7,97% und neu dabei, das ist die Änderung, der iShares Nasdaq 100. Wenn wir uns die Performance anschauen, dann sind wir, wie ihr schon an der Farbe im Hintergrund erkennen könnt, im Grünen. Also wenigstens ist das Portfolio unserer Tochter positiv. Ihr seht, knapp 0,82%, kommt direkt, sind es 0,81%, 4.455 Franken, 4.455,60 Euro sind es. Wir sehen uns das Ganze nochmal hier als Diagramm. Das ist jetzt das laufende Jahr und wir haben, unsere Tochter jetzt schon fast 2 Jahre alt ist, haben wir erst dieses Jahr gestartet, weil wir in der Schweiz wohnen und in Deutschland das Portfolio aufmachen wollten. Das läuft auf meinen Namen, auf unseren Namen sozusagen. Und irgendwann mal, wenn sie alt genug ist, unsere Tochter, dann werden wir entscheiden, dass sie das bekommen soll. So, der letzte Stand war vor 2 Monaten in Teil 6. Ich verlinke die Videos auch hier oben. Da waren wir bei 3.650 Euro und wir waren 0,95% im Plus. Ihr seht es, gerade hier sind wir ein bisschen abgesackt. Anfang August, am 6. August waren wir noch bei 4.933 und jetzt sind wir noch bei 4.455. Also wir haben knapp 500 Euro Performance verloren. Die Märkte sind halt ein bisschen nach unten gefallen. Aber nichtsdestotrotz ist das Portfolio im Positiven. Wenn wir uns die Wertpapiere anschauen, dann sehen wir, wir können ja einfach mal nach internen Sisfos gehen. Da haben wir den iShares S&P 500 mit 50,87% interner Zinsfuß, aber das heißt auch nicht zu bedeuten. Wir sehen Einstandskurs 11,12 Euro das Stück und jetzt sind wir bei 12,15 Euro. Bei 27 Stück mal 1 Euro, könnt ihr euch ausrechnen, sind es diese 28 Euro. Dann der der MSCI Switzerland läuft gut 25 Euro im Plus, MSCI World 32 Euro im Plus, MSCI Emerging Markets 16 Euro im Plus. Der iShares Nasdaq ist ganz neu im Portfolio, deswegen noch nicht wirklich aussagekräftig, 67 Cent im Minus. Und der MSCI Pacific, der leidet ein bisschen, da sind wir bei knapp minus 60 Euro. Erträge haben wir noch keine, die sind noch nicht reingekommen, das sollte jetzt demnächst was kommen. Und Vermögensausstellung, wie gesagt, sind wir jetzt bei 4.455,60 Euro. Das ist aber, mal schauen, inklusive des Kontos, also 204,69 Euro sind noch auf dem Verrechnungskonto, was ja für die Käufe im August gedacht ist. So, wir schauen mal. So, komm direkt. Also hier haben wir das Portfolio. Da seht ihr Kaufwert 4.216,60 Euro. Und wir sind im Moment 0,81% plus bzw. 34,20 Euro. Depotwert sind 4.250,80 Euro. Finde ich sehr schön, vor allem was das Depot einer Tochter ist. Und da möchten wir halt nichts riskieren. Deswegen sind wir in ETFs drin, damit wir super breit gestreut sind. Ja, und der neue ist halt der iShares Nasdaq. Ihr seht ihn hier. Ist von den laufenden Kosten von der TIA 0,31% so im Mittelfeld, sage ich mal so. Der teuerste, den wir haben, ist der MSCI Pacific, der auch am schlechtesten performt, muss ich sagen. Ja. Aber wir werden jetzt erstmal den hier auf 1.000 Euro bringen. Die magische 1.000-Euro-Grenze ist, was wir erreichen möchten.
Und dann werden wir hier mal schauen, wie das geht mit den weiteren Sparplänen. Im Moment laufen die Sparpläne unterschiedlich zwischen 25 und 70 Euro. Ich glaube, der MSCI World läuft mit 70 Euro durch und ich glaube, der Pacifica hat mit 25 im Moment. Ja. Schauen wir uns kurz den iShares Nasdaq an. Auf Just ETF, ihr seht, Kurs ist ungefähr im Moment 92,61 Euro. 0,31% TR, 1,993 Millionen Fondsgröße, physisch repliziert, ja, ETF in US-Dollar, die Währung, schüttet aus, viermal im Jahr muss es sein. Und ihr seht es, wenn man im März gekauft hätte, dann hätte man jetzt schon 40,3%, nicht im März, aber die Jahresperformance sind 40,30%, was ja echt enorm ist, aber es sind auch die ganzen Tech-Werte, die gelaufen sind. Besparbar ist das Ganze nur bei Trade Republic, habe ich leider nicht. Für alle, die Trade Republic haben möchten, findet ihr den Link unten in der Beschreibung. Und wie im letzten Video auch schon gesagt, hat sich jemand angemeldet damals über eine Links und das Geld, was in den Videos von unserer Tochter kommt, wenn sich jemand da anmeldet, geht auch auf das Konto unserer Tochter, beziehungsweise ins Depot unserer Tochter. Das heißt, wenn ihr euch bei Trade Republic anmelden wollt, dann unterstützt ihr unsere Tochter und ihr Depot damit. Ja, vielen Dank dafür. So, wenn wir uns einmal noch mal kurz den Factsheet anschauen, ihr seht es hier: iShares Nasdaq 100, auferlegt am 27. März 2006, viermal im Jahr Ausschüttung, replizieren physisch, quartalsweise Ausschüttung und natürlich Distributing, also ausschüttend. Ne? Und wenn wir uns die Top-Prozent anschauen, sind wir mit Apple, großem Schaden 12,05%. Microsoft 11,76%, Amazon 10,49%, Facebook 4,16%, dann Alphabet zusammen, die Alphabet A und C, ja, bei 7,5 ungefähr. Dann haben wir Intel 2,46%, Nvidia 2,27%, Adobe 2,04% und PayPal 1,99%, zusammen knapp 54,5% mit den Top 10, was aber auch gut ist. Ja. So, das war es eigentlich gewesen, ein schnelles Video. Ich freue mich, es läuft gut im Moment. Wir werden sehen, wie sich der Markt korrigiert. Klar, 0,81% sind nicht viel, aber für dieses komische Jahr und dieses wirklich katastrophale von Ereignissen Jahr ist das doch ganz okay, solange es im Grünen ist. Ja. Und wir haben hier noch einen Anlagehorizont von 16 Jahren, bis das Projekt 18 dann irgendwann mal auf die 18 zugeht. Es könnte aber natürlich auch sein, dass wir das ein bisschen länger machen werden, also bis 21, 22, 23, je nachdem, was unsere Tochter dann in ihrer Lebensphase dort macht, ob sie studiert, reisen möchte, was auch immer, das werden wir sehen. Und es wird dann irgendwann mal noch ein Portfolio für unsere Tochter auf den Namen unserer Tochter geben. Da schauen wir mal, ob wir das vielleicht jetzt hinbekommen, weil wir morgen fahren nach Berlin und eventuell können wir das endlich dort machen mit ihrem Postident-Verfahren. Ja, wegen C19 konnten wir die letzten Monate nicht wirklich reisen und nach Deutschland zur Post fahren. Also, ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen schönen Tag. Bitte lasst ein Abo da, falls euch das interessiert und ihr dieser Reihe folgen möchtet über die nächsten Jahre. Vielleicht habt ihr auch Kinder oder Kinder kommen demnächst und ihr habt euch mal Gedanken darüber gemacht oder denkt euch, vielleicht wäre es an der Zeit, dass man fürs Kind auch was macht oder ihr möchtet vorausplanen und die Serie ist interessant für euch. Also, ich wünsche noch einen schönen Tag, Abend, morgen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.